Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Derby am Samstag um 14 Uhr beim MSV Duisburg, zu dem wir von mindestens 5000 Fans begleitet werden. Neben mir unser Cheftrainer Christoph Dabrowski und wie immer starten wir zuerst mit der Personalsituation. Hallo zusammen. Was positiv ist, ist, dass Lukas Brumme heute beim Training wieder dabei war. Und wenn da über Nacht nichts passiert, der morgen trainieren kann, dann ist er auch einsatzfähig. Ansonsten ist Björn Rother nach wie vor gesperrt und Tommy Eisfeld, Ekin Çelebi und Fabi Rüth sind nach wie vor in der Reha. Ansonsten sind alle einsatzfähig und spielbereit. Was war das genau bei Brumme? Der Muskeltonus war erhöht und er ist rechtzeitig rausgegangen, deswegen keine muskuläre Verletzung, also auch keine Zerrung, ja, sondern wirklich so ein Hartspann und hat jetzt ein paar Tage Ruhe gehabt. Gestern individuell trainiert und heute, wie gesagt, hat er alles mitgemacht und hat sich gut angefühlt. Deswegen gehe ich davon aus, dass er dann auch einsatzfähig ist gegen Duisburg. Fabrice, bitte. Ja, hallo zusammen. Dann nochmal kurze Nachfrage zu Lukas Brumme. Bedeutet es, wenn er einsatzfähig ist, dass er dann auch wieder in der Startelf steht oder geht man da vielleicht dann erstmal kein so großes Risiko ein? Also das werden wir morgen entscheiden. Wenn er morgen stabil ist und sich gut fühlt, dann spricht nichts dagegen, dass er wieder in der Startaufstellung steht, weil er einfach unserem Spiel gut tut. Ja, auch wenn. Und das habe ich, glaube ich, nach dem Spiel schon betont, auch wenn Sascha Völke ein guter Backup war und seine Sache wirklich hervorragend gelöst hat, ist Lukas Brumme dennoch ein Spieler, der uns auch unserem Spiel gut tun wird. Ralf, bitte. Wie man aus Duisburg hört, liegt die ganze linke Abwehrseite brach. Die sind wohl alle verletzt. Hat das dann Auswirkungen auf Ihre Überlegungen, da besonders mit Stärke gegenzuhalten? Nee, darauf haben wir keinen Einfluss, wie die Duisburger ins Spiel gehen und mit welchem Personal. Deswegen voller Fokus auf unser Spiel, auf unser Personal und auf unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Fabrice. Ja, ich hätte noch mal eine Nachfrage und zwar nach den zwei Spielen oder beziehungsweise nach den zwei Siegen gibt es ja eigentlich nie viel Grund, da irgendwas an der Startformation zu ändern. Jetzt ist es ja so, dass zuletzt Erik Fufak auf der rechten Seite gespielt hat. Andy Wiegel ist eigentlich ja die nominelle Nummer 1 auf der Rechtsverteidigerposition. Jetzt kommt noch die besondere Situation dazu, dass er ein ehemaliger Duisburger ist, da 4 Jahre gespielt hat. Das heißt, für ihn ist es natürlich nochmal vielleicht ein besonderes Highlightspiel gegen seinen Ex-Verein. Wie sehen da so die Überlegungen auf der Rechtsverteidigerposition mit Fufak und Wiegel? Es gibt auf jeden Fall mehrere Optionen. Also nach dem Dortmund-Spiel, wo wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, haben wir dann gegen Saarbrücken auch Felix Götze wieder reingebracht. Ja, deswegen, es kann immer wieder punktuell Wechsel geben. Ja, die Jungs haben das aber sehr gut gemacht. Und ja, oftmals gibt es ja das Sprichwort, never change a winning team. Das hat beim letzten Spiel nicht zugetroffen, wir haben aber trotzdem gewonnen. Kann auch sein, dass es jetzt mal umgekehrt der Fall sein wird. Sind Sie denn generell mit Fufak zufrieden? Er hat ja wohl in den letzten Wochen hier ziemlich gute Entwicklung genommen, wenn man an seine Anfänge denkt, wo er nicht so selbstbewusst war und jetzt ist ein anderer auf dem Platz, würde ich sagen. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass er im Sommer zu uns gekommen ist, ein junger Spieler, der auch aus der Regionalliga gekommen ist. Uns war klar, dass er seine Schritte machen muss und sich entwickeln muss. Und in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, hat er sehr, sehr große Fortschritte gemacht. War jetzt in den letzten beiden Spielen jeweils an Toren beteiligt. Hat natürlich noch Potenzial in bestimmten Bereichen, die wir individuell mit ihm natürlich dann auch abarbeiten. Und ja, Andy Wiegel ist ein erfahrener Spieler, ist ein Spieler mit einer Intensität. Und natürlich ist Andy Wiegel immer eine Option in unserem Spiel. Fabrice, bitte.
Ja, wenn wir dann jetzt mal auf den Gegner schauen, MSV Duisburg, die stehen ziemlich mit dem Rücken zur Wand. 7 Punkte bis jetzt nur, Tabellenplatz 20. Die hatten eigentlich mal so eine Phase, wo es dann ein bisschen besser lief, wo die auch gegen Unterhaching und Münster gepunktet haben. Dann kam der neue Trainer, dann haben sie in Uerdingen verloren, jetzt gegen Bielefeld. Das Spiel habe ich mir auch angeschaut, da haben die nicht einmal aufs gegnerische Tor geschossen. Da wirken die schon ziemlich verunsichert in der ganzen Art und Weise, wie sie gespielt haben. Mit welcher Herangehensweise geht man am besten in so ein Spiel jetzt rein und wie bereitet ihr euch auf den Gegner vor, der dann doch ziemlich, ziemlich am Boden ist aktuell? Also uns ist klar, dass es ein sehr leidenschaftlich emotionales Spiel wird, allein schon von der Atmosphäre, von der Zuschaueranzahl, und darauf freuen wir uns, haben richtig Bock darauf. Und losgelöst von der Tabellensituation oder Situation beim Gegner, die wir ja nicht in der eigenen Hand haben, wollen wir uns einfach auf unser Spiel besinnen und wollen in den Bereichen, ja, die schon gut sind, die auch gerade die letzten Spiele auch deutlich sichtbar waren, da wollen wir uns trotzdem noch verbessern. Ja, wir haben in allen Bereichen noch Luft nach oben, aber grundsätzlich wollen wir unser Spiel durchdrücken, wir wollen unser Ding machen, losgelöst von einer Derby-Atmosphäre, losgelöst von einer Tabellenkonstellation. Ja, ich hoffe mir, dass die Jungs einfach diese Gier entwickeln, nicht locker zu lassen, sondern nochmal einen draufzusetzen und in eine Konstanz reinzukommen, einfach Bock zu haben, Spiele zu gewinnen. Und darum geht es einfach, unabhängig davon, was drumherum passiert. Ist natürlich klar, dass die Zuschauer, gerade ja, unsere Fans, total brennen und die Euphorie, die Stimmung dementsprechend dann auch aufgebaut wird. Aber davon losgelöst geht es für uns darum, einfach in unserer Performance sich am Maximum zu bewegen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird das bestraft. Das haben wir gesehen. Ja, Ralf, bitte. Was denken Sie denn, inwieweit sind die Vorkommnisse aus dem Hinspiel allen noch präsent? Den Zuschauern sicherlich, aber ist das bei den Spielern auch ein Thema? Da war eine Menge los. Die haben ja da Dauerpyro abgebrannt während des ganzen Spiels. Teilweise sind sie rausgegangen, die Duisburger, weil sie sich schlecht behandelt fühlten von den Ordnern. Denken Sie, dass das alles noch ein bisschen die ganze Sache anheizt, auch auf dem Spielfeld? Die Frage kann ich nicht beantworten. Also ich kann mich an zwei fantastische Derbys erinnern, letzte Saison hier an der Hafenstraße und auch in Duisburg. Wo es gefühlt für die Protagonisten, also für die Spieler beziehungsweise für uns im Trainerteam als Trainer, einfach schon eine Gänsehautatmosphäre war. Und das ist das Geile am Fußball, das ist das Geile an der dritten Liga, dass wir sowas geboten bekommen. Und ich hoffe, dass alles friedlich bleibt. Ja, es sollte am Ende um Sport gehen, darauf sollte sich jeder besinnen. Deswegen ist das schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt, ob es da noch Nachwirkungen gibt. Ich weiß auch gar nicht, was vorgefallen sein soll, weil der Sport für mich immer im Fokus steht. Fabrice. Ja, vielleicht dann noch mal eine kurze Frage zum Gegner. Wenn wir jetzt nochmal auf den MSV Duisburg schauen, wo liegen denn da die Stärken und Schwächen der Mannschaft? Also durch den Trainerwechsel gibt es ja immer neue Impulse, deswegen muss man abwarten, was die Duisburger dann über einen längeren Zeitraum dann für Ideen haben. Man hat gesehen, dass der neue Trainer versucht hat, eine gewisse Stabilität reinzubekommen. Man hat gesehen, dass ein Stück weit auch in der Offensive dort nicht dieses Vertrauen da ist in das eigene Spiel. Aber wir reden von einem emotionalen Spiel, einem emotionalen Derby, wo du als Mannschaft schon auch den Glauben entwickeln kannst, dann eine Situation zu verändern. Und mit Mai haben sie einen sehr präsenten, robusten Spieler, der gefährlich bei Standards ist. Ja, da muss man aufpassen. Aber ansonsten nochmal, wir sind überzeugt davon, dass wir schon auch eine Qualität haben, auch den Duisburgern weh zu tun. Und das wollen wir ins Spiel bringen. Und davon müssen wir überzeugt sein, das, was wir machen. Und
Was dazu gehört, ist, sich natürlich auch von der Intensität, von der Bereitschaft in diesen Basics am Maximum zu bewegen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass meine Mannschaft dann auch ein gutes Spiel abliefert. Weil Ergebnisse kann man nicht planen, aber ich sag mal, eine Leistung, eine Art und Weise, das kann man schon vorbereiten und das kann man auch in die Umsetzung bringen. Ja, und die Endkonsequenz ist dann, dass man dann auch belohnt wird für den Aufwand. Ralf Debert. Ja, hallo. Der Felix Götze hatte nach dem Spiel jetzt zuletzt gesagt, beim letzten Mal hätte man sich schon vorgenommen, auch das dritte Spiel in Folge zu gewinnen. Er dachte dabei halt wahrscheinlich nach Münster und nach Freiburg. War das ein Thema? Wäre das eben noch ein weiterer Step, um zu zeigen, was in der Mannschaft steckt, wenn man jetzt auch mal ein drittes Spiel hintereinander gewinnt? Also das war jetzt kein Thema, was wir breit getreten haben, aber also ich kann nur eins dazu sagen, die Mannschaft hat sich bestimmte Ziele gesetzt, ja, das sind kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, aber auch Spielziele und unter anderem ist das auch ein Baustein, ein Ziel, eine bestimmte Anzahl an Spielen hintereinander zu gewinnen und ja, das kann man aber nicht planen. Ja, das hätte ich mir dann bei dem Spiel gegen Regensburg gewünscht. Die Leistung hat das hergegeben, aber leider dann nicht das Zählbare. Von daher erstmal Leistung, ja, und dann ist die Folge daraus das Ergebnis. Und klar malt man sich aus, ja, man möchte das dritte Spiel gewinnen, man möchte dann das vierte Spiel gewinnen, aber so einfach geht das nicht in der dritten Liga. Aber dennoch sind wir überzeugt davon, ja, vor allem, wenn wir auf die letzten beiden Spiele gucken, wie die Mannschaft da performt hat. Und das ist so ein Punkt, wo wir uns dran festhalten. Und das wollen wir auch rüberbringen am Samstag. Ralf Wilhelm. Was denken Sie denn, auf welcher Seite ist die Angst zu verlieren denn größer bei dem Spiel mit der Tragweite? Also Angst ist immer ein schlechter Begleiter im Leben und im Sport sowieso. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir davor Angst haben sollten, ein Spiel zu verlieren oder dieses Spiel zu verlieren. Ich glaube, dass die Jungs in den letzten zwei Spielen gut performt haben und Blut geleckt haben und einfach Bock haben, das Spiel zu gewinnen. Das fühlt sich einfach auch besser an, oder? Auch allein, wenn man es ausspricht. Fabrice nochmal. Ja, ich hätte nochmal eine Personalnachfrage. Und zwar haben wir ja in den letzten Wochen auch öfter mal über Neuzugänge gesprochen, wie Vinko Schapina und Lukas Brumme, die sich da sehr, sehr gut eingefügt haben, sofort Leistungsträger sind. Ich hätte mal eine Nachfrage zu Marvin Obus. Der läuft vielleicht so ein bisschen unterm Radar, vielleicht sogar auch bei uns. Ich finde, der hat sich in den letzten Wochen echt gut entwickelt. War meiner Meinung nach auch sogar in den Spielen, die so hoch verloren gingen, einer der wenigen, die so einigermaßen Normalform hatten. Jetzt hat er gegen Saarbrücken zwei Vorlagen gegeben, ist jetzt auch der Topscorer der Mannschaft. Ja, wie seid ihr im Trainerteam mit seiner Entwicklung zufrieden und wie wichtig ist er für die Mannschaft aktuell? Ja, gebe ich dir recht. Auch bei der PK nach dem Spiel hast du mich nach Easy Young und nach Leo Wonisch gefragt. Und eigentlich wäre meine Antwort gewesen, ja, vergiss doch mal nicht den Obus, der zwei Tore vorbereitet hat. Deswegen, also hat mich unheimlich gefreut, dass er in Scorerpunkte reingekommen ist. Ja, aber auch so die Art und Weise, immer spritzig, lebendig zu sein, auch sehr intensiv gegen den Ball zu arbeiten, das hat mir sehr gut gefallen. Und es ist kein Zufall, dass er halt regelmäßig auf dem Platz steht. Ist auch noch ein junger Spieler, der Potenzial hat, der entwicklungsfähig ist. Und am Ende geht es darum, das habe ich immer wieder betont, für die Offensivspieler, ohne den Druck zu erhöhen, aber Tore zu erzielen und Tore vorzubereiten, ne? Um aufs nächste Level zu kommen, um den nächsten Step zu gehen, um vielleicht auch mal auf Top-Niveau, vielleicht auch sogar eine Liga höher zu spielen. Das ist einfach das Ziel eines Offensivspielers und Marvin hat das in der Effektivität in meinem letzten Spiel unter Beweis gestellt, dass das drin ist in seinem Fuß. Ralf.
Sie reden ja nicht gerne über Aufstellungen, aber wenn ich mir die Angriffsreihe jetzt mal so anschaue, den erwähnten Obus, gehe ich mit D'accord, auch mit Fabrice. Easy Young finde ich in absolut aufsteigender Form, auch schon in Dortmund so, jetzt zuletzt auf jeden Fall, nicht nur wegen seines Tores. Vonic hat getroffen, da gibt es, glaube ich, wenig Gründe, dass sie vorne was basteln im Augenblick, oder? Ja, würde ich auch so sehen. Also es steht immer die Wahrscheinlichkeit, was zu wechseln, aber ja, Sie haben es ja gerade richtig zusammengefasst. Easy Young, Tor gemacht, Obus, zwei Tore vorbereitet, Vonic, erste Tor für RW geschossen. Da müsste ein Trainer verrückt sein, ne? Jemanden rauszunehmen. Fabrice nochmal. Ja, jetzt gab es ja in dieser Saison schon so einige Highlights. Hamburg, Münster, Dresden, jetzt zuletzt in Dortmund mit 10.000 Fans, wo die meisten Spiele auch dann erfolgreich ausgegangen sind. Ist das jetzt gegen Duisburg vielleicht nochmal eine andere Stufe, weil es ein Derby ist? Und dann vielleicht noch eine zusätzliche Frage an Niklas. Du hattest vorhin gesagt, mindestens 5.000 Fans kommen mit nach Duisburg. Kannst du vielleicht mal kurz einen Stand geben, wie viele Karten da generell verkauft sind und ob es auch sein kann, dass dann noch mehr Essener Tickets ergattern für das Spiel? Mach du erst. Soll ich anfangen? Fang du an. Ja, also ich rechne damit, dass da, weiß nicht, 25.000 bis 28.000 Zuschauer sind. Und mit der Erinnerung von letztem Jahr, am zweiten Spieltag war das, glaube ich, weiß man, was da auf uns zukommt. Und das sind einfach geile Spiele und da freut man sich drauf. Da brennt die Hütte und da braucht man keinen Anstacheln motivieren. Dafür spielt man Fußball und deswegen freut man sich einfach darauf. Zur Fananzahl, ja, mindestens 5.000, weil das eben das Gästekontingent ist. Diese 5.000 haben wir verkauft. Ob und wie viele sich dann noch da im Heimbereich irgendwie eingedeckt haben, da haben wir ja am Ende keine Einsicht drauf und keinen Einfluss. Deswegen kann ich das überhaupt nicht bewerten und will hier überhaupt nicht rumspekulieren, wie viele es am Ende sind. Mein letzter Stand ist, dass insgesamt 24.000 Karten jetzt verkauft sind und noch knapp 4.000 erhältlich sind. Aber für den aktuellen Stand mit den Kollegen vom MSV fragen. Weitere Fragen? Bei mir war auch die Frage nach den 5.000 gekommen, aber Fabrice, der alte Fuchs, hat die ja schon gestellt. Der Jungfuchs, wollte ich sagen. Da war er zu schnell. Alles klar, dann haben wir's. Danke euch und wir sehen uns am Samstag in Duisburg. Ciao.